Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach, immer noch ordentlich angeschlagen, immer noch, scheiß Bänderriss, ätzende, immer so erkältet und Bänderriss, das fuckt echt ab. Naja, aber gut, wir wollen jetzt nicht rumklagen, hab da bei einer Kollegin eine witzige Sache gesehen, wollte mal was Eigenes vormachen, wusste gar nicht, dass es diesen Tritt gibt, aber diese X, also X heißt so Upturner, so gewissermaßen. Und wir untersuchen hier auch immer die Frage, was ist eigentlich los mit der Dating-Welt? Warum haben eigentlich Frauen keinen Bock mehr auf Dating? Warum haben Männer keinen Bock mehr auf Dating? Was machen die modernen Paartherapie-Apps mit uns, die ja, sag ich mal ganz gern, ja, das ist so ein bisschen, Online-Dating ist ein bisschen, als wenn du Gericht beurteilst nach der Zutatenliste, das aber nie gegessen hast, so. Ja, das wollen wir uns mal dem mal nähern mit so ein paar TikToks hier. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ne? Hello, ich sage euch heute mal meine Ekliste bei Männern und das ist die Bougie Edition, also ein bisschen kontrovers. Dann vermute mal, sie heißt Bougie. Fangen wir mal direkt mit dem ersten an, und zwar Starbucks-Bestellung. Starbucks is for the girlies. It is for the girlies. Okay, like, it's for the girlies. Am schlimmsten ist es immer, wenn ich mit einem Typen in Starbucks bin und dann packt er so eine richtige Starbucks-Bestellung aus. So, ja, ich will ein Cappuccino mit drei Dingen, Sirup und das und das und das. Das nächste. Ja, also, ich meine, es ist irgendwie lustig, aber oder auch nicht lustig, wo könnte die Männer hingehen? Aber ich würde dich mal bitten, auf eins zu achten, weil auch wenn immer wieder alle sagen, das habe ich auch in meinem letzten Buch, haben wir es ja ausführlich thematisiert, ne, Polarität. Wenn immer alle sagen, Polarität ist ja Quatsch. Also all diese, obwohl die bestimmt hier Gen Z ist, maximal 20 würde ich sagen, trieft es von Polarität. Es geht nur um Polarität. Ne? Warum ist Starbucks, also man, das ist natürlich völlig, kann man jetzt nicht ernst nehmen mit Starbucks, aber worum geht's da? Also es muss irgendwie cool, es muss männlich werden, es geht nur um Männlichkeit, so. Und das ist schon interessant. Und mal darauf achten, das ist ja auch so eine These, die viele haben, die ich teile dir auch, dass Frauen so in den 20ern zu hohe Standards haben, weil sie das Gefühl haben, liegt die Welt zu Füßen. Sie sind, viele Frauen sind ja so auf dem Top ihres Dating-Games, weil sie einfach, soll ich mal sagen, attraktivitätstechnisch da vielleicht viel zu bieten haben. Aber das ist halt flüchtig, ne? Das geht vorbei, wenn du da nicht mehr machst, irgendwie auf die Dauer, wird das auch nicht ewig anhalten, auch wenn man noch so viele Operationen macht. Das ist ja wirklich auch ganz schlimm, wie viel junge Frauen schon an Botox machen und so. Es ist einfach fucking unglaublich, ne? Ganz schlimm. Das ist, glaube ich, auch so ein Ick für Männer, das, also denke ich zumindest, weiß ich nicht, ja, vielleicht bei ihr auch, weiß ich nicht, Lippen aufspritzen, Botoxen, Fake-Brüste, ja, ganz schlimm, ne? Aber genau, worauf ich hinaus will, ist, es wird ja immer wieder gesagt, also ich habe das in meinem Buch, glaube ich, auch geschrieben, ein Mann muss werden, ne? Der muss erst Erfolg haben, der muss sich Status erarbeiten, eine Frau ist häufig schon, ne? Das ist natürlich flüchtig unter Umständen, wie gesagt, aber deswegen haben, glaube ich, so der Peak ist bei den Geschlechtern so ein bisschen an so einem anderen Punkt. Und dadurch, dass man das halt das Gefühl hat, boah, ich bin die Geilste, obwohl man noch gar nichts geleistet hat im Leben, einfach nur, weil man vielleicht, ist ja auch Geschmackssache, gut aussieht, kriegt man halt, kriegt man halt so einen Höhenflug und denkt, ich kann jetzt hier, obwohl man, wie gesagt, wo man sich bei all den Frauen hier fragen muss, was bringen die denn an den Tisch, sag ich mal, für einen Mann, außer vielleicht irgendwie attraktiv sein, was ja auch wichtig ist für Männer. Aber trotzdem, was bringen sie an den Tisch, was so Beziehungsskills angeht, dass sie meinen, sie könnten hier so eine riesen Liste aufmachen. Also das ist, und das, ich glaube, Frauen sind dann abgefuckt, weil die Ansprüche so viel zu hoch sind. Männer sind abgefuckt, weil sie sagen, ey, sorry, warum soll ich hier so eine Irrsinnsliste? Hab ich gar keinen Bock zu irgendwie, ne? Samsung. Ich bin ein Apple-Girlie, everything Apple, Apple-Gang. Bei mir ist immer die Frage nicht, welches Handy hole ich mir, sondern welches iPhone hole ich mir. Sau cool, ey. Sau cool. Obwohl, ich habe auch noch nie einen Samsung. Wir harmonieren nicht. Ich. Lässt mich zahlen, wenn ich es anbiete.
Ja, ich meine, auf die Dauer sollte jeder mal zahlen. Aber wie gesagt, denk mal an dieses Polaritätsding, ne? Weil das ist hier erstmal so politisch unkorrekt. Ja, das nach wie vor. Weil das Staat, also auf so eine symbolische Weise Statuszahlung der Mann sagt, ne? Immediate ick. You will never see me again. Wenn er zu viel schreibt. Was ist ein wichtiger Punkt in meinem Datingkurs für Männer? Schreibt nicht so viel, ne? Das ist, was ich immer wieder sage, was immer wieder Männer drauf scheißen, was der Hemmscher mal sagt, ist mir doch scheißegal, ich schreibe so viel ich will. Ja, es ist, also muss ich dir leider recht geben, total abtörend. Ja. Also dieses, ich meine jetzt nicht, ob man so diese gesunde Kommunikation hat, sondern ich meine so, wenn er die so Bücher schreibt so und er dich nicht double textet, sondern triple fort textet und ja. So. Und ja, also Frauen kommunizieren ja, sag ich mal, 2 bis 3 Mal so viel wie Männer und das sollte sich auch im Texting widerspiegeln. Die, ne? Dir sofort antwortet so, also so einfach jemand, der einfach nichts zu tun hat. I don't like it. Ja, nichts zu tun, ne? Status, keine Mission. Dieser Emoji. Gut, da muss ich auch wieder recht geben, das ist auch in meinem Datingkurs für Männer, hört auf, diese fucking Emoji zu benutzen. Ne? Das ist echt super unpolar. Oh, also gerade noch der heißt ja auch so Charme. Ich meine, das ist das unmännlichste Emoji, es gibt. Muss ich leider recht geben. Ja. Wenn ein erwachsener Mann in seinen 30ern mir diesen Emoji schickt, vorbei. Ich. Designer, aber keine Immobilien. Und ich Wie viel Immobilien hat die denn? Ich spreche jetzt von jemandem, der nur Designer trägt, so von head to toe. Von head to toe, everyday, only Designer, aber du hast keine Immobilien. Du kannst dich mit. Ist ja auch Quatsch. Also ich persönlich finde, Immobilien zu besitzen, ich meine, das ist ganz viel, komischerweise. Ihr habt das viel gestern mal TikTok gescannt, da ist ganz viel, wie cool das ist, wenn man Immobilien hat. Ich finde das, also soweit ich weiß, die wirklichen Finanzprofis wohnen alle zur Miete, ne? Die haben vielleicht Immobilien, aber weil sie die vermieten und was daran sexy ist. Ich habe auch gar keinen Bock, so eine Verantwortung zu übernehmen für so ein Haus. Also keine Ahnung. I don't need you. Hat Rolex, aber arbeitet 9-to-5. Habibi. So eine Rolex reicht schon auch nicht mehr. Was soll diese Rolex dir sagen? Wie viel Senftagspause vorbei ist? Ja, aber auch da wieder, einerseits sagt sie, das ist ja auch unlogisch. Soll eine Mission haben, aber arbeitet 9-to-5, ist dann wieder ick. Na gut. Immediate ick. Hättest du in was anderes investieren sollen, so wie Immobilien zum Beispiel? So. Vor allem, so, wenn es eine echte Rolex ist, hättest du lieber in Immobilien stecken sollen. Du rufst keine Blödsinn. Nach Date, immediate ick, you will never see me again. Okay, fährt BMW oder Porsche? Leute, BMW ist sowieso Endgegner. BMW ist absolut Endgegner. Wenn du BMW fährst, ich weiß alles über dich, was ich wissen muss. Porsche ist so Hit und Miss. Manchmal sind es gute Typen, aber manchmal sind die einfach richtig komisch. Also, das ist so, kann ich nicht. Okay, Porsche ist auch nicht mehr cool. Scheiße. Ich so zu 100% sagen, aber meistens ist Porsche schon so ick eigentlich, bin ich ehrlich. Porsche ist auch for the girlies. It's for the girlies. For the girlies. Und sie hat jetzt auch einen Porsche oder was? Dann holt im Club immer Flasche. Also so, ich meine jetzt diese Typen, die jedes Wochenende gehen oder jedes Mal, wenn die Club gehen, die können nicht so auf Locker-Club gehen. Die müssen eine Flasche holen für, so für 2.000, 3.000 Euro oder so. Die müssen einfach. Und das ist für mich einfach pure Geldverschwendung. Kauf dir mit diesem Geld Aktien oder sowas. So, mach irgendwas Vernünftiges. Hat keine Amex. Ich. Einfach. Amex. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ist einfach ich. So, ist einfach ich. Folgt jeden Tag 9 Frauen. Okay. Dazu muss man nicht viel sagen. Einfach ick, einfach cringe. Einfach, brauchen wir nicht. Und hier, macht keine Komplimente. Und vor allem, wenn die dann noch sagen, ich will dein Ego nicht pushen oder du weißt doch schon, dass du hübsch bist. Na, save that. Und dann das nächste, schenkt keine Blumen. Obwohl du weißt, dass ich... Das ist einfach zum Totlachen, ne? Diese Anspruchshaltung, dieses... Das Gefühl, man hat was ganz Besonderes und hat eine Prinzessin, oh, das ist für mich so ein Abtrünniger. Blumenmark, die jetzt so 2-3 Euro kosten. Ist irgendwie. Ach so, ist Blumenmark natürlich auch schon wieder. Also, das muss natürlich Rolex-Blumen sein. Ah, nee, das ist ja auch schon wieder scheiße. Weird, so. Warum nicht? Keine Ahnung, auf jeden Fall bekomme ich bei sowas einfach direkt ick. Und wie gesagt, es ist kontrovers, deswegen bitte seid nett in den Kommentaren, okay? Danke, bye! Gut, sollen wir uns noch so ein Ding reinziehen? Ist ja ganz spaßig, ne? Okay, heute werde ich über meine Ick-Liste bei Männern reden. Das erste ist über Geld reden. Warum redest du 24/7 über dein Geld? Es juckt.
Also hier auch wieder, ich weiß es nicht, aber sieht auch nicht so alles ganz natürlich aus. Das wäre für mich als Mann ein Riesen-Ick. Ja. Das zweite ist kein Respekt vor Frauen. Sprich, du nennst Frauen, okay. Weiber, Blacker, Mumie. Wer ist deine Mumie? Pardon. Dann, wenn du mir ein Kompliment machen möchtest, du mir aber einen von diesen vier Emojis schickst. Ich sag's immer wieder, Leute, Männer, schick keine Emojis. Lass es noch mehr, aber... Ich hab so einen Kumpel gehabt, der dachte immer, oh, wie kann ich irgendwie so einen Dating-Erfolg haben wie du und so. Hab ich mir mal seine Texte gesagt, hör mal einfach mal auf, diese Emojis zu schicken. Ne? Das ist unsexy. Aber dann, nee, nein, nein, das ist bei mir ganz oft so in meiner Arbeit, dass ich Leute, mach doch das und das und dann, nee, wissen es immer alle besser. Diese vier Emojis sind richtig schlimm. Es ist einfach... Es ist einfach cringe. Tut mir leid. Dann, wenn du 24-7 damit prahlst, wie viele Mädchen du hattest oder wie viele... Also für mich ist es dann eklig, wenn man keine Rechtschreibung beherrscht, aber gut. Aber ansonsten hat sie natürlich recht. Wenn du haben könntest. Ich krieg einfach einen Upturn. Ich werde nicht eifersüchtig, weil es mich nicht juckt. Dann, wenn du Mädchen folgst, die dir nicht zurückfolgen. Vor allem auch so Models und so Stars. So. Hä? Mission? Ja, wieder Polaritätsthema. Ne? Mhm. Nächster Punkt ist, wenn du immer draußen bist ohne Grund. Wenn du Training gehst, okay. Wenn du arbeiten gehst, okay. Wenn du einkaufen gehst, okay. Aber du... Mission? Jeden Scheißtag raus. Du willst immer überall präsent sein, auf jede Party gehen. Hä? Einfach... Es ist einfach cringe. Du willst mit jedem gut sein. Warum? Du nennst jeden zweiten Junge... Polarität. Oder du bist mit jedem Mädchen... Konfliktfähigkeit. Gut. Es ist einfach... Viel Feind, viel eher, sagen wir da immer. Komisch. Es ist einfach komisch. Nächster Punkt sind dumme Jungs. Warum bist du dumm? Warum bist du dumm? Warum kann ich mit dir keine vernünftige Konversation finden? Oder warum können wir nicht einfach auf einer normalen Basis miteinander reden? Warum fängst du an zu schreien? Warum fängst du an zu beleidigen? Du bist kindisch. Hör auf damit. Jungs, die immer Stress suchen. Warum fetzt du dich überall? Warum hast du überall, wo du hingehst, eine Bretterei? Okay. Was ist das bitte? Das ist so cringe. Es ist einfach cringe. Dann Jungs mit hässlichen Lippen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei ihr jetzt ist, also sieht man, also vielleicht hast du auch Perücke, kann ich mir vorstellen, also das ist ja, wie gesagt, das ist für mich so, aber dann, weiß nicht, ob sie jetzt Lippen aufspritzt, sieht mir auch ein bisschen so aus, aber dann mal Männern zu sagen, ätzende. Dann Jungs mit hässlichen Lippen, ich weiß, dass du deine Lippen leckst. Ja, es ist einfach so geil, ey. Ja. Wie gesagt, ich will jetzt nichts unterstellen, aber wenn man selber Perücke trägt und so, ist schon lustig. Oder Labello, danke. Dann Jungs, die keinen Humor haben und alles persönlich nehmen. Wenn ich mit dir keinen Spaß machen kann, dann werde ich dich droppen, weil ich bin ein Mensch, ich mache sehr viel Spaß. Und das geht einfach nicht, wenn du keinen Humor hast. Dann Jungs mit Ego-Problemen. Was ist dein scheiß Problem? Du bist nicht überall der oder die Beste und das ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Dann Jungs, die nicht küssen können. Okay. Ja, dazu sage ich nichts. Geizige Jungs. Es ist einfach so ein... Das ist wieder Polarität, ne? Ich frage dich, ob ich was haben kann. Nein, nein, nein. Ich frage dich, ob du mir 5 Euro leihen kannst und du sagst mir, ja, aber gib's mir morgen zurück. Ja, hast du vollkommen recht. Ja. Behalt deine 5 Euro, ich will sie nicht mehr. Ja, gut. Wollt ihr nochmal einen Zahl-2-Fall davon haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist witzig und gleichzeitig weiß man, es ist die fucking Realität. Also ich habe das damals beim Dating auch so erlebt, dass man das Gefühl hatte, dass so, ja, Frauen, die jetzt, wo man denkt, ja, ist jetzt auch nicht der Abräumer, vielleicht ist man selber auch nicht immer der Abräumer, aber dann mit so riesen Ansprüchen und dass sie so wie Rockstars irgendwie auftreten, also denke ich mal auf. Aber das machen halt Dating-Apps mit uns, ne? Naja, wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder. Macht die fucking Kurse. Dating-Kurs. Ciao.